Mark's about to pass out. We need to stop soon. Okay, we'll do that. I don't think we've been properly introduced. I'm Ryan. That over there is Erin. She's the doctor of the group. Jennifer's a scavenger, and Colin, well, you can ask him yourself what he thinks he does. I'm Jacob. I'm a private from the Resistance. Pacific Division. Pacific? You're a long way from home. What you doing down here? My entire division was wiped out. I'm trying to get in touch with the South Division. I've got a message for Commander Baron. So, it's true? The Annihilation Line's coming? It wasn't the Annihilation Line. It was something else. Then what was it? To be honest, I'm not sure myself. God damn it! That's as far as this piece of shit will go. Let's get off the road. Pull up over there. We got some time on them, so let's not lose our heads. I'll be on the fucking lookout for tin cans. Erin, you do what you think is best for Mark. I'll see what I can do about the bus. Jacob, it might take a while, so can you look inside and see if it's safe to stay? Sure. Jennifer, would you help me? Sure. So. Mission abgeschlossen. Jetzt erst. Zwei Fähigkeitenpunkte. Kann ich mit dir reden? Nein, kann ich nicht. Ah, Dietrich. Dietrich brauchen wir, okay. Fähigkeitenpunkte schauen wir uns jetzt gleich an. Mission aktualisiert. Die Regeln der Überlebensschutz. I don't have to listen to this shit. Sure, walk away, asshole. Erstmal alles einsammeln. Ah, it's locked. Oh ja, Dietrich. Werkbank. Werkbänke können genutzt werden, um gesammelte Ressourcen dazu zu nutzen, eine Anzahl nützlicher Gegenstände wie Medikits, Munition oder Sprengstoff herzustellen. Um fortschrittliche Gegenstände herzustellen, musst du die jeweiligen Herstellfähigkeiten Klasse erreicht haben. Gut. Dietrich, wir könnten auch Medikit, Munition, Schrotgewehr haben wir noch nicht, Gewehrmunition, Pistolenmunition, können wir aber nicht, da fehlen uns zwei Chemikalien, zwei Energiezellen für Munition. Da fehlen uns auch die Chemikalien. Da können wir 6 Stück von bauen. Herstellen. Stellen mal 2 her. That'll work. So, um ein Schloss zu knacken, musst du die Schifte drehen und gleichzeitig versuchen, das Schloss zu drehen. Das Schloss kann nur vollständig 90 Grad gedreht werden, wenn du mit dem Stift einen richtigen Winkel findest. So. Maustaste, Stift drehen, A und D. Ach so. Hoo-wee. All this for us?
Oh, did I startle you? Bist du immer so ein Arsch? Was willst du? Was willst du? What do you want? I'm so glad you asked. Since we're stuck here, I figured I'll go see if anything's creeping around the corner. I hear that you're looking for the Resistance, and where I'm heading, they used to have an outpost. I wouldn't mind backup while I'm out there. So what do you say? Buddies? Talk to Ryan and see if he needs anything. I'm moving out now. Let's meet at the bridge. And don't make me wait, will you? This might come in handy. Pipe Bomb. This will do some damage. So. Erstmal alles mitnehmen. Da waren wir drin. Da waren wir hier. In der Werkbank waren wir. Ja, kommen wir hier raus. Hey. Thanks for earning. I may not agree with your methods, but they did get us out of there. Patrick's been through a lot, you know? I guess we all have. Just wish I could find something that would take his mind off all this. At least for a moment. Anyway, that's all I wanted to say. Gab es irgendwelche Soldaten des Widerstands, ist eigentlich die wichtigste Frage. Were there any resistance in Pasadena? They were stationed just outside of town since I can remember. But they moved not that long ago. We tried to convince ourselves that maybe we were safe, so they didn't need to be there anymore. But apparently we were wrong. Okay. Es gibt also weitere Fragemöglichkeiten. Man muss nicht zwischen welchen aussuchen. Man kann auch alle Fragen stellen. What about your father? What happened to him? He protected us from a tin can. We were able to sneak out, but he had no chance. When I looked back, he was lying there, dead on the floor. I'm sorry, I don't think I'm ready for this. Naja, ist jetzt die Frage, ob man überhaupt bereit sein kann für so einen Scheiß hier, ne? So ein Scheiß, der jetzt gerade hier abgeht. So. Bevor wir mit denen sprechen, gucken wir uns hier nochmal um. Oh, ein Schloss, Mitte. Da haben wir die Fähigkeit noch nicht für. Fähigkeit. Müssen wir gleich auch mal reingucken. Genau wie in den Autos auch öfters mal was zu finden ist. For panicking before. It's just that why do they always have to look like spiders? Ist doch alles okay. Can I help you? Was ist mit Colin? Was hältst du von Wein? Erins Geschichte, brauchst du bei irgendwas Hilfe? Do you need help with anything? No, I'm fine. I had to learn to do things by myself for quite a while, sweetie. Now, tell me, what did you really want to ask me? Gut. Woher wusstest du von der Vernichtungslinie? Wie wurdest du Ärztin? How did you become a doctor? Like anyone else before the war. I studied. Not that it matters, but I'm not technically a doctor. Judgment Day got in the way of graduation. But not only did my medical training save other people's lives, it even saved mine. I was spared when a bunch of us got captured by the machines. Maybe they thought it would be worth having a doctor in there. I don't know.
Was geschieht in... Was? In diesen Lagern? Wer war noch mit dir in den Lagern? Was geschieht in diesen Lagern? What happens at those camps? People get tortured, experimented on, cut to pieces. I couldn't watch at first, but I soon realized that I had to do what no one else could. I had to bear witness to the atrocities. You're actually the first person that wasn't afraid to ask. They're all scared of me, like I'm carrying some sort of disease. But they're still coming to me for medicine. Ironic, isn't it? Ihren Gefühl das, okay. Was war das mit Colin? Was hältst du von Ryan? What was that with Colin? He was supposed to take care of a package back in Pasadena. Relying on him cost me my antibiotics, my pills, and possibly that man's life. But there's nothing we can do about it now. So, okay. Was hältst du von Ryan? What do you think about Ryan? Ryan? I heard him fumbling through that speech back in the bus. You have to excuse him. Usually Jennifer's father welcomed the new arrivals. I guess Ryan thinks he has a new role in this group. If that's the case, then we should all be worried. Was? Echt? Seems the repair might take a couple days. How's it looking inside? There's a lot of supplies there. Looks like someone left them for us. Nah, seems too much of a convenience. Better keep your eyes open. But speaking of supplies, we don't have much, but we keep everything useful inside this crate. You feel free to look through and pick up what you need. Listen, I know that finding resistance is your number one priority, but if you stumble upon a set of tools while you're out there, please bring them to me, okay? I must have lost mine during the escape. Good luck out there. Oh, ich denke mal, Werkzeug für dich können wir finden. So, in dieser Kiste habt ihr alles. Handeln. Ah, okay. So, dann könnte man kaufen. Ein Uzi, eine Pistole. Munition, Munition, Munition. Kostet 128. Ne, 3. Wie viel kaufen wir dann? Ach so. Nehmen mal 30 Schuss. Das ist für die Pistole. Nochmal. Wo haben wir irgendwas was zu verkaufen? Medikits. Könnten wir verkaufen, aber will ich ungern tun. Was haben wir hier oben noch? Oh, Chips. Erhöht entweder die Magazinkapazität oder verlangsamt die Überhitzung. Erhöht den Schaden. Erhöht die Feuerrate. Viermal. Okay, viermal den gleichen Chip. Dann können wir den verkaufen. Transaktion annehmen. Ja, haben wir quasi kein Geld ausgegeben für die Munition. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Raus in die feindliche Welt. Lagerhausbezirk. Nachdem die Pazifikdivision zerstört wurde, steht der Vernichtungslinie nichts mehr im Wege. Sie holte mich in Pasadena ein. Ich konnte aber gerade noch mit einer Handvoll Überlebender entkommen. Laut Colin hat Bounce Division ihren Außenposten in der Nähe des Lagerhausbezirks. Wenn ich den Widerstand finden will, dann sollte ich als nächstes dorthin. Oh, Waffenrad, alles klar. This is Rivers, over. Yeah, I see you. I found myself a lookout spot. No sign of any tin cans so far. Couple of crawlers, but nothing you can't handle. Werkbank brauchen wir gerade nicht. Oh, Spielspeicher.
Sehr, sehr schön. Das finde ich ja gut, dass man zwischendurch auch selber abspeichern kann. Gebietskarte. Du findest die Orte deiner Haupt- und Nebenziele auf der Gebietskarte. Drücke M. Okay, da kann man abspeichern. Da waren wir ja gerade. Die Regeln Überlebenskunst. Der erste Teil. Kein Spielzeug. Und da hinten sind die Werkzeuge. Alles klar. Alright. I see two resistance outposts. You go about your business while I stay here and enjoy the view. And please don't do anything stupid. Oh yeah. Out. Don't you think I know that? The way you're shooting, I thought you'd need all the advice you could get. Hello? It's a dead end, boy. Are you sure you want to waste everyone's time? Und lass mich schon mal gucken hier. I found something. Well, fuck me. Siehst du mal. Ich hätte es nicht gefunden, wenn du oder wenn ich auf dich gehört hätte. So, Munition, Munition und was haben wir hier? Sprengstoffmaterial. Ist doch wunderbar. Dann hat sich der kleine Ausflug doch schon gelohnt. Schon wieder so ein Plasmabehälter. Das Hauptziel. Das ist eine Spinne. Hinten ist auch eine Spinne. Da kommen die schon wieder. Sehr geil, die Dinger, die Fässer. Sein. So, da ist Hauptmission. Bin hier auch irgendwo ein Fass in der Nähe. Ich kann einen Crack in that warehouse wall from here. Use explosives to get yourself inside. Or find some other way, I don't care. A dog? Ah.
geht's denn hier hin? Chemikalien. Sehr schön. Okay, hier hätten wir auch reingekonnt. Machen wir schon mal auf, falls wir schnell raus müssen. Okay. Eine Rechnung vom Big Jeffs. Heimat des Big Bun Burgers. Beleg Nummer 81, Bedienung war die Nancy. Das hat sie alle. Wurde alles gekauft. Trinkgeld, nein danke, sie riechen nach Aschenbecher. Ja. Dann würde ich auch keins geben. Hallo? Da flogen schon wieder so Drohnen rum. Toilette. Sollen wir es wagen? Boah. Da habe ich mir aber Schlimmeres vorgestellt. Einfach. Können wir auch nicht. Was ist das denn für ein Kappes hier? Die anderen Seite verschlossen. Was für Geräusche. Ist nichts drin? It's coming from there. What are you doing here, boy? I know a kid that'd take care of you. Abgeschlossen, kein Spielzeug. Da ist nichts drin. Ja, können wir uns ja jetzt wieder vom Staub machen. Und werden wir das tun, sag ich schon mal Arrivederci, winke, winke und goodbye. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Aiden. Let's Play mit dem Aiden. Ob's hier bei Terminator Resistance ist, weiß ich nicht. Würde mich aber freuen. Denn ich muss sagen, das Game gefällt mir. Zumindest bis jetzt. Und wenn es euch genauso ergeht, dann lasst doch einen Daumen da oder einen Kommentar. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Arrivederci, winke, winke und goodbye. Euer, dein Aiden Croft.